Lieber Pappberger, heute schlagen Sie ein neues Kapitel auf. Denn mit der heutigen Opening Bell steigt Rheinmetall in den DAX auf, in die erste Börsenliga Deutschlands. Wir brauchen nicht nur die Bereitschaft, in Deutschland und Europa mehr für unsere verteidigungspolitische Souveränität zu tun. Wir als deutsche Börse werben auch für unsere kapitalmarktpolitische Souveränität. Denn nur starke Kapitalmärkte erlauben es, unsere Zukunft nachhaltig zu finanzieren und starke Unternehmen hervorzubringen. Wir freuen uns und wir sind aber auch sehr dankbar, dass wir in den DAX 40 aufgenommen werden. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein ganz entscheidender Punkt. Dankbarkeit für den Wohlstand, den wir in diesem Land haben, und auch Dankbarkeit für die demokratischen Werte, die wir haben. Rheinmetall als Technologieunternehmen kämpft für diese demokratischen Werte. Und das ist für mich die Hauptnachricht, die ich heute rübersenden möchte.